So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zurück bei der Kleinigkeit und Tanky wieder hier am Start. Für euch mit meinem neuen Streaming-Setup. Darum geht's aber gerade gar nicht. Wichtiger ist gerade, dass wir nämlich das neue Projekt auch anfangen, Resident Evil Zero. Ja, wieder mal eine kleine Serie, die ich wir anfangen möchte. Ne? Wir sind ja mit der Resident Evil-Reihe gut vorangekommen. Jetzt beginnen wir den 0. Teil von Resident Evil, und zwar Resident Evil Zero. Und zwar spielen wir tatsächlich die Steam-Version. Resident Evil Zero ist leicht erklärt, was es sich handelt bei diesem Game. Bei Resident Evil Zero handelt es sich quasi um den Vorgänger von Resident Evil 1, bevor wir in der Mansion drin waren. Und da spielen wir zwei Hauptcharaktere, und zwar einmal Billy Cohen und einmal Rebecca Chambers. Oder Chamber heißt sie, glaube ich. Und zwar das kleine niedliche Mädel, die Sanitäterin, die Mansion mit Chris um das Überleben kämpfte. Und ja, wie kam sie zu diesem Herrenhaus? Wie ist ihr Team ausgelöscht? Wie kam sie zu all diesen Vorfällen? Anscheinend wusste sie ja schon vieles schon vorher, ne? Bis woher? Das erfahren wir jetzt, ne? Und einen wunderschönen guten Abend, Hawk, ne? Und einen wunderschönen guten Abend, Chaotix. Und Hawk, du lebst wieder? Das glaube ich euch auch von überhaupt nicht. Ich war schon einige Tage nicht mehr online. Deswegen, ja, schön, dass ihr auch wieder am Start bin, ne? Wird auch wieder Zeit, dass ich wieder regelmäßig streame. Wir streamen heute Open End, also, wir haben ja in Berlin Feiertag, deswegen keine Ahnung, wie lange das Stream heute geht. Mal gucken, wie ich Bock hab, ne? Auf alle Fälle habe ich mega Bock, ne? Und wenn euch etwas auffallen sollte, Sachen Grafik, Qualitätseinbuße, es laggt, ruckelt, Ton zu laut, leise, bitte sagt es mir in den Chat. Ist ganz, 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 ganz wichtig, weil, wie gesagt, ich streame mit einem komplett neuen Setup hier. Ich bin der Meinung, ich habe einiges eingestellt gehabt. Selbst mein Greenscreen, ich flackere nicht mehr wie so ein Bekloppter. Selbst das habe ich einigermaßen gefixt bekommen. Also wirklich, auf höchster Ebene, ja, die Kamera mittlerweile ist auf Full HD gepolt, mehr geht nicht, also ich bin gespannt, wie das funktioniert alles hier. Und ja, das Rollins Chaotix habe ich mitbekommen letztens, ne, also gestern, hast ziemlich erfolgreich gestreamt, also teilweise über 10, 11 Zuschauer, Respekt dafür, Mann, sei dir gegönnt, Mann. Ah, Leute, ich bin gespannt. Thank you.
Seid ihr wach? Ich, ja, sorry. Ja. Das, ja. Ich hätte mal vorher die Audio-Config einstellen sollen. Sorry, falls es jetzt gerade etwas zu laut war. Was heißt falls? Es war extrem laut. Ich bin gerade wach geworden. Moin. Alter Falter. So. Es ist immer noch zu laut, glaube ich. Warte mal, ich stelle das Ganze mal auf 15 Dezibel. Ah, ich denke, jetzt klingt das angenehmer. Ich komme auf 16 Dezibel, lieber etwas leiser. Okay. Also, erstmal, ich schalte das Spiel jetzt gerade zum ersten Mal. Keine Ahnung, was hier jetzt abgeht, warum ich die irgendwie auch 27p hier hoch eiert hier. Keine Ahnung. Vollbild, V-Sync an, lass mal an, ruhig, 60 Hertz, 60 FPS. Kantenglättung, volle Pulle, Schattenqualität hoch. Warum steht der mir auf niedrig, Alter? Weiß oder was? Da geht auf alle Fälle mehr. Ah, sieht doch schon wieder schärfer aus. Here we go. Ja, krass, Alter. Krass. Auf alle Fälle, sei dir wirklich gegönnt, Mann. Wurde auch Zeit, dass du wieder, sag ich mal, ein bisschen mal, was machst hier, ne? Mein, das letzte Mal effektiver gestreamt. Ist ja auch schon wieder ein bisschen länger her. So, Bildschirmformat, Breitbild, Original. Nee, Breitbild nehmen wir schon. Ansonsten Steuerung. Ich glaube, ich will, ich spiele das Ganze übrigens, by the way, auf dem PS4-Pad. Das sieht man gerade nicht. Ich habe kein Kabel ist gekurzt. Ich kann es gerade nicht halten. Warte mal. Angriff. Angriff plus Zielen. Das kriegen wir schon raus. Steuerung. So. Zurück. Und dann würde ich sagen, rein ins Abenteuer. Und zwar auf normal. By the way, Resident Evil Zero hat auch einen ziemlich gediegenen Schwierigkeitsgrad. Ich würde sogar meinen, das ist deutlich schwieriger als das Remake vom ersten Teil. Egal, YOLO, rein. Resident Evil Zero. Okay. Aha. Steuerungstyp Original, Untertitel ein. Bist du verrückt? Kannst du das Spiel auch schwer, ich nicht. Oh, die Musik, Leute. A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Nee, auf normal. It is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved. Little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Do you think so too? Yeah. Do about it. We should hold off for a while. But I wonder how those RNG people would react to this. Oha. As a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued.
never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! Hmm? What happened? Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. Habt ihr den Captain gerade gesehen? Den gab's auch in Resident Evil 1 kurz. Enrico. Die Tür in die Sicherheit ist verschlossen. Es gibt kein Zurück. Und damit beginnt unser Abenteuer, Leute. Wir spielen hier die liebe nette Rebecca Chambers, wie schon erwähnt. Aber wie ziele ich denn? Was ist das für eine Steuerung, Alter? Warte mal. Irgendwie gefällt mir die Steuerung gerade nicht, Leute. Aha. Aha, here we go, okay. So. Dann machen wir mal, oder was? Die Abteil liegt Gepäck verstreut. Die Sitze sind voller Blut. Ach du Schreck. Ja, es geht schon wieder los, Leute. Zum nächsten Abenteuer von Resident Evil. Mein Gott. Eine schöne Weile her, weil wir wieder riesig gezockt haben. Auch schon zwei, drei Wochen her sein. Da haben wir ja zuletzt das Remake gespielt vom ersten Teil. Und davor haben wir halt auf Rockford Island gespielt gehabt. Und zwar mit Resident Evil Code Veronica. Okay, hier ist also die Karte. Die Tür zum Speisewagen ist verschlossen. Sie kommen nicht hinein. Okay. Not to know. Und rein. Officer Chambers from STARS Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that it has been attacked at our department. But as of 2 years ago, when a similar plan was set up, the local government stepped in and took over.
Oha. Okay. Es geht los, Leute. Ja, unser erster Kontakt, natürlich wieder schöne Zombies, die man sie kennt, ne? Oh, lebt er noch? Bleib liegen. What just happened? I thought they were dead. Tja. Tja, warum ist hier T-Virus ausgebrochen und warum zur Hölle ist, war diese komischen Schlabberviecher am Zug gewesen. Jetzt hätte sie eine kaputte Leiter. Aber sie nützen jetzt nichts. Okay. Das wird alles noch erklärt im Spiel. Ja, im Prinzip, was kann man viel über Resident Evil Zero erzählen? Eigentlich gar nicht allzu viel. Resident Evil Zero, wie gesagt, spielt vor dem ersten Teil. Spielt ja die Rebecca Chambers. Und das Game hat eine gewisse Änderung im Vergleich zu allen Resis zuvor. Und zwar gibt es hier keine Kisten. Und damit auch kein Inventarmanagement so richtig. Gibt es zwar schon, aber etwas anders, als man es bisher kannte. Was das ist, wird man noch rauskriegen. Da gibt es nichts Nützliches. Hier haben wir ein Passagiertagebuch. 14. Juli. Heute kamen neue Befehle vom Boss. Wir sollten anscheinend die Überreste des Labors in den Arkley Mountains untersuchen. Es gibt zwei Gruppen. Die erste Gruppe soll prüfen, was noch von den abgebrochenen Experimenten übrig ist. 16. Juli. Testproduktion der bioorganischen Waffentyp Y139 musste leider wegen der Untersuchung eingestellt werden. Das gleiche gilt für Typ Y139. Wir wissen noch immer nicht genug über die Reaktion auf das T-Virus und Krebsen. Es gilt noch viele interessante Aspekte zu erforschen. Je nach Spezies und Zuchtbedingungen sorgen schon die kleinsten Dosen des T-Virus für erstaunliche Änderungen in Bezug auf Struktur, Größe, Vermehrung, interne Gifte und Hirnentwicklungen. Würden diese Auswirkungen gesteuert, wäre es möglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Doch die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in einer entsprechenden Zerbrechlichkeit. Bestimmte Bereiche werden äußerst schwach. Leider gehört auch die Kopfschale zu diesen Bereichen. Betrieb das Labor, das wir untersuchen, ähnliche Forschung? Es wäre großartig, wenn wir nützliche Daten und Muster für unsere Arbeit finden. 19. Juli. Der Tag scheint gekommen. Ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender im Raccoon City berichten über bizarre Morde in den Vororten dieser Stadt. Könnte es das Virus sein? Wenn ja, dann... Nein, ich darf nicht daran denken. Ich muss mich auf den reibungslosen Ablauf dieser Untersuchung konzentrieren. Oha! Da wissen wir schon eine Menge Bescheid. Gleich zum Anfang. Da wissen wir mal 20 Minuten und schon wissen wir Bescheid, was hier abging. Also, und wunderschönen guten Abend, Zar. Hey, wie geht's dir? Der arme Kerl wurde sicherlich im Schlaf angegriffen. Sein Körper ist voller Schleim. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Ach, du hast auch Zar bei dir drin, ja, in Darkest Dungeon. Krass. Klaro. Ja, Speicherbänder gibt es hier auch. Genauso wie zuvor, ne? Kennt man ja auch die Speicherspender. Du kannst halt eine begrenzte Anzahl speichern. Ist auch da nichts Neues. Kennt man alles. So, Untersuchungsbefehl. Das Dokument ist voller Blutflecken und daher teilweise unlesbar. 8 Meilen nördlich von Raccoon City in den Arkley Mountains befindet sich die Ausbildungsstätte unseres Unternehmens. Sie wurde vor Jahren geschlossen. Nun führen wir eine vorläufige Untersuchung bezüglich der Neueröffnung der Anlage durch. Die erste Untersuchungseinheit ist bereits vor Ort und hat die Untersuchung eröffnet. Ich möchte, dass ihr Team dabei Unterstützung leistet. Folgende Befehle zu William Birkin und der ersten Untersuchungseinheit zu befolgen. Der Rest ist zerrissen unlesbar. Okay. Zack. Nice.
Finde ich süß, dass du das, sag ich mal, das mit implementierst in deinem Stream, sag ich mal, dass die Zuschauer da mit als Charakter involviert sind in deinem Game. Finde ich cool. Eine coole Idee auf alle Fälle. Gut, jetzt kommen wir, wie gesagt, zum interessanten Part. Wir sind da jetzt schon relativ überladen und wir können Sachen einfach mal ablegen. Das heißt, sie liegen auf dem Boden. Irgendwo. Jedenfalls sollte das hier irgendwo liegen. What? Wie gesagt, es sollte da irgendwo liegen eigentlich. Also man kann, also es gibt hier keine Kisten mehr, du musst Sachen, wenn du überladen bist, einfach fallen lassen, kannst du den später wieder aufnehmen. So ist das, also dieses Thema jetzt in diesem Game. Finden einige nicht so geil. Weil viele dann vergessen, wo ihre Sachen hingelegt wurden, was aber durch eine Karte nicht schwer ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Karte öffne, bei S ist da ein kleines rotes Pünktlein und dann siehst du, da liegt ein Farbband. Also insofern, ja. Viele mochten es nicht, ich finde das System jetzt auch ein bisschen doof, ärgerlich, also ähnlich, ne? Ist jetzt nicht dramatisch schlimm, aber naja. Oha. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Oha. Na los. Edward, are you all right? What happened? It's worse than we can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters. Hola. Ich habe mich erschrocken. Das wird mir häufiger passieren. Ich habe in meinem ganzen Leben Resident Evil Zero nur einmal durchgespielt. Heißt, das Game kenne ich auch nicht allzu gut. Edward, vor ein paar Stunden warst du noch so glücklich. Hält etwas fest? Oh, Munition? Yes! Nice, gib her. Die Leiche ist von Bissspuren übersät. Wie viel Munition haben wir jetzt gerade? Oh, nicht übel, nicht übel. Untersuchen wir uns mal diesen Schlüssel hier. Ist hier was dran? Ne? Auf dem Schild steht Speisewagen. Also, es ist ein Speisewagenschlüssel. Okay. Zum Narren gemacht. Im wahrsten Sinne, wa? Bei Darkest Dungeon meinst du bestimmt. So, Speisewagenschlüssel. Kann ich einen von den beiden Türen aufmachen und zum Speisegeladen. Speisegeladen. Oh, alles klar. Zum Speisewagen irgendwie gelangen? Ah, nope. Zugführerbüro, okay. Verschlossen. Was ist das daneben? Ein Kartenlesegerät öffnet sich, wenn ich die Karte habe. Okay. Gut, dann müssen wir bestimmt zurückgehen. Ja, okay. Dachte ich mir doch. Dachte ich mir doch. Das war's ja wieder an der Stelle. Schön. Ups. Ich drücke mal die falsche Taste, was zur Hölle? Kommt um, Keule.
So. Ein bisschen weniger. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. Oha. 23 people. We've also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Ja, offensichtlich darf man diesen Billy Cohen nicht unterschätzen. Anscheinend ein ganz, ganz gefährlicher Typ, der 23 Schwänner auf dem Gewissen. Also, ja, wir sollten ihn vielleicht nicht allzu oft treffen, sonst haben wir nachher echt die Arschkarte, ne? So, sie haben die Speisewarenschlüssel verschwendet, wollte ich gerade sagen. Verwendet. Diesen Schlüssel brauchen sie auch nicht mehr. Wegwerfen? Jo, hau weg. Einen wunderschönen guten Abend. Und willkommen bei Resident Evil Zero. Um eine Kleinwenigkeit. Oh, hallo. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Sie geht ein bisschen blöd an die Sache ran, wa? Ich bin hier wegen Tank hier, weil ich spiele mit Banane. Oh. That's cute. Wie heißt der Dude? Der Dude hier? Der hier Olle. Das ist Billy Cohen. Ein gesuchter Schwerverbrecher, der lustigerweise von einem Punkt zum anderen übersiedelt werden sollte und dann hingerichtet werden sollte. Dummerweise, ja, kam da mal ein Zombie-Virus dazwischen, hat den ganzen Zug fertig gemacht und den Transport beschädigt und er konnte fliehen. Und zufälligerweise jetzt wie Stars-Polizisten vom Alpha-Team. Sind jetzt übrigens gestolpert, ne? Und ich denke mal, Rebecca hat ganz andere Sorgen, als ihn festzunehmen. Ich glaube, sie hat vor den Zombies ein bisschen mehr Panik. So, Hinweise für Vorgesetzte. Vor dem Abschalten der automatischen Türen ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter den Speisewagen verlassen haben. Der Hauptschalter für automatische Türen ist auf dem Dach des 5. Waggons. Inspektionen finden statt, wenn der Zug geparkt ist. Romance incoming. Könnte man fast meinen, wa? Könnte man fast meinen. Ich habe genug Spiele und Filme gesehen, um zu wissen, wie das endet. Entweder das oder einer von beiden stirbt, traurig. Aber auf alle Fälle wird irgendwas passieren. Nein, es ist kein Spoiler. Ich habe keine Ahnung, was passiert in diesem Game. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Nach Abschluss der Inspektion ist die Leiter an den Speisewagen der zweiten Etage des Speisewagens zu benutzen. Umbrella Corporation Wartungsabteilung. Ach mein Gott, der Zug gehörte sogar Umbrella, ja. Da kommt die Rollspiele durch, sorry. Alles gut. Also, es ist halt so ein Klischee, ne? Mann und Frau, alleine, er ist badass, sie ist süß, Zombie-Apokalypse, Zwinker, Zwinker. Da bieten sich genug Möglichkeiten. Sie werden alle sterben. Früher, später, ja, Zeit. Früher, später, ja. Nicht in der Story, aber früher, später stirbt immer irgendjemand. Mein Gott, bin ich gerade depressiv. Ihr geht Mann und Frau hinführen. Ja, keine Ahnung, vielleicht spielen sie noch Schach. Oder Mau Mau. Oder Kanaster. Oh Gott, nicht Kanaster. Ah! Schöne Sache, Zar.
Oh, hello there. Excuse me, sir. Sir. Oh nein. Oh nein, nicht jetzt schon, oder? Oh, zurück, 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 zurück und Feuer! Aus allen Rohren. Falschtaste, verdammt! Hau weg den Schlammerloch! Feuer weiter, Mädel! Oh, fuck! Boah, der hat für Max Payne gespielt, glaube ich. Okay? Oder Matrix, ja. Interessante Kopfstimme für den Kerl. Also, Respekt. Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Okay. Well, I don't. Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right, but you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? Das neue Samsung Galaxy Note Brocken. Wenn ich Emotionen mehr schmeiße, das einfach ein Zombie-Nacken. Ich schreibe danach auch. Spielhandbuch 2. Jetzt kommen wir zu einem interessanten Part. Erstmal, der Typ, der eine Kopfstimme gesungen hat, ist Tatsache ein Kerl. Mag man nicht glauben, Tatsache. Und, ja. Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Part. Es ist nämlich eins der ersten Resident Evil Spiele, oder das erste Resident Evil Spiel, wo du zwei Spieler spielst. Und zwar nicht zwei Spieler Koop, wo es sich gut anbieten würde. Nein, du kannst zwischen den Charakteren wechseln, per Knopfdruck. Und du musst beide Inventare managen, du musst beide generell managen. Ja, das macht es interessant, aber auch anstrengend, aber auch irgendwie anders. Ne? Ich finde, das ist eine interessante Spielimplementierung in dem Game hier. Zum Glück ist es auch das einzige Game, was das hat. Das reicht auch. Zukünftige Resident Evil hätten das wirklich nicht weiter gebraucht. Das ist ganz okay, dass es nur in diesem Spiel drin ist. Insofern, ja. Genau. Den Rest weiß ich eigentlich. So. Sprich, oh, Rebecca ist gerade verletzt. Dann kann sie mal ein grünes Kraut futtern. Einmal kurz nachladen. Genau, und wir haben hier beide Inventarslots. Und zwar haben wir hier Billys Inventarslot und Rebeccas. Per Knopfdruck, ich weiß nicht, welchen Knopf ich dafür drücken muss, kann ich den Charakter wechseln. Mit Viereck nicht. Mit Dreieck. Ah, jetzt spielen wir Billy. Genau. Und wir können auch Items unter die Charakteren rüber trinken, sag ich mal. Das ist ganz cool. Und ich würde auch jetzt tatsächlich mal vorschlagen, wechsel mal ganz kurz zu. Falschaste. Dreieck, was war? Genau. Ich komme jetzt zu Rebecca und wir geben mal ungefähr gleich viel Munition rüber. Und zwar, austauschen. Und zwar. Ah, aber ungefähr so, ne? Ungefähr beide gleich viel haben. Er hat jetzt gerade noch Messer bei, sie nicht. Und was auch interessant ist, sie ist die einzige, die mit Hilfe dieses Werkzeugs hier auch Kräuter mixen kann, ne? Man kann ja mit jedem Resident Evil Teile Kräuter mixen.
und sie kann mit diesem Mischteil hier Kräuter mixen. Das kann Billy nicht. Billy hat dafür wiederum ein Feuerzeug, ne? Und zwar sieht man das hier. Er kann bestimmte Sachen anzünden, ne? Logischerweise. Was? Das Feuerzeug ist leer zu sein. Momentan ist es nutzlos. Das Feuerzeug ist leer. Heißt, wir brauchen vielleicht später sogar Feuerzeugbenzin. Okay. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass beide Charaktere unterschiedliche Werte haben. Ich glaube, Billy rennt etwas schneller und ist dafür ein bisschen, aber bewegt sich ein bisschen wie Panzer. Also ist nicht so flink wie Rebecca. Und Billy hält auch mehr aus als Rebecca. Ich glaube, wenn Billy zweimal gebissen wird oder dreimal gebissen wird, ist dann ungefähr im gelben Bereich. Bei Rebecca reicht manchmal schon ein Biss. Ne? Und das Schlammerfieh, was ihr gerade gesehen habt, das ist auch ein neuer Typ, der nennt sich Leech Zombies. Verdammt beschissene Kreaturen, verdammt starke Kreaturen. Die haben ein ähnliches Verhalten wie ein Bandersnatch aus Code Veronica, also einen schönen Reichweitenvorteil mit ihren langen Armen, halten übertrieben viel aus und wenn du im Nahkampf gerätst bei den Viechern, machen die einen höllischen Schaden. Weil diese Kreaturen auf alle Fälle meiden, die wirst du im ganzen Spiel ab und zu mal treffen. Und dann kommt so eine melodramatische, nicht melodramatische, sondern überdramatische Musik und dann weißt du schon Bescheid, oha, da wird's ernst. Noch will ich nicht aufs Dach. So. Jetzt muss ich mal den Chat durchlesen. Sorry, Leute, dass ich gerade hier so ein bisschen, ne? Ja, ist eine Abwechslung auf alle Fälle, ich bin Mechanik. Mal was anderes, ne? Kennt man von Resi so nicht. Deswegen. Billy the Kid. Ja, ich glaube, das wird hier nicht passieren können. Ich glaube, ich werde die richtig auf den Sack kriegen. Das wird hier nicht so einfach wie in anderen Resident Evil spielen, glaub mir. Habe ich zwar in anderen Games auch so gesagt, aber bei dem habe ich echt schlechte Erfahrungen aus damals noch. Ja. Nice, schöne Sache. Schöne Sache. Gut, dann machen wir mal los. Verschlossen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich Tatsache mit der Leiter hoch muss, ne? Warte mal. Wie kann man Befehle geben? Warte, war das so? Okay. Ah, kannst du mir sagen, okay, ich bleib hier. Du bleibst hier, ich gehe vorwärts. Ich gehe voraus und du kannst sagen, Billy, komm her. Come on. Ja. Ja. Und kommt da angescheißert. Okay. Natürlich, wenn Gegner kommt, wir beide zusammenlaufen, ballert Billy genauso los wie ich. Wichtig ist in diesem Spiel auf alle Fälle den passiven Part, der dir folgt und hilft, unterstützt, nicht die dicksten Waffen zu geben. Weil, glaub mir, nichts ist perverser, als wenn du den Typen eine Magnum ins Inventar gibst, der eine Pistole hat und dann doch lieber eine Magnum für einen Zombie benutzt. Also, schön die Knarren irgendwo ablegen, wenn du sie nicht braucht, oder zumindest, ja, nicht den zweiten Mitspieler, sag ich mal, andrücken. Sonst verschwendet ihr euch Emotionen weg, bis du geht nicht mehr. Das Stromkabel wurde dann ausgezogen. Kabel wieder einstecken. Ja, hau rein. Ja, nun sind Rebecca und Billy leider voneinander getrennt. Das werdet ihr auch öfter mal im Spiel mitbekommen, dass das passiert. Ist aber da nicht weiter schlimm. So, einen Zugschlüssel nehmen wir mit. Was? Das Dach ist eingestürzt und liegt nun zerschmettert auf dem Boden. Es scheint von einer äußeren Gewalt zerstört worden zu sein. Ja, von deinem Hintern bestimmt, Rebecca. Es steckt etwas im Schlüsselloch. Darum lässt sich der Griff nicht drehen. Mit einem scharfen Objekt könnten sie es herausbekommen. Okay. Gut. Dann wechseln wir mal zu Billy. Ja, Billy denkt sich einfach mal so ohne Worte. Mein Gott, scheiß drauf. Weg das jetzt weg. Lustigerweise hätte ich auch Billy spielen können. Billy wäre dann unten eingesperrt gewesen.
Hätte auch ihm passieren können. So, jetzt haben wir neue Möglichkeiten. Irgendwie hat ja... Upsala. Machen wir mal kurz die Karte auf. Welche Taste war das? Hier. Genau. Genau. Der blaue Pfeil ist Billy. Der rote Pfeil ist, Rebecca. Und genau hier steckt sie drinne. In der Tür hier. Jetzt ist das ganz Interessante. Und zwar, hier in diesem Raum bei Rebecca findet ihr einen Speiseaufzug. In diesen Speiseaufzug könnt ihr, Stuff reinschmeißen. Und das ist gerade sehr praktisch, weil ich Rebecca jetzt Tatsache, den Schlüssel reinlegen lassen werde. Und einmal nach unten schicken, das Teil. Und jetzt muss ich mit Billy nur zu dem Speiseaufzug kommen und er hat einen Schlüssel. Finde ich mega interessant, die Mechanik, ne? Natürlich, Resident Evil typisch, braucht man in diesem Game auch etwas räumliches Denken. In dem Teil noch krasser eigentlich. Weil, ja, muss halt denken, dass der eine Charakter da ist und der andere da ist. Ne? Zappelnde Pfannen, Alter. Ein riesengroßer Kühlschrank. Da ist eine Zugangsklappe. Sie brauchen irgendein Werkzeug, um es zu öffnen. Okay. Kommt hier rein. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Was klappert hier gerade? Was gerade klappert hier im Game? Wir gucken uns mal den Schlüssel an. Was ist das für einer? Zugführerbüro. Ah, wir müssen zurück. Okay. Ich mal die falsche Taste drücke. Ja, und die Knarre klingt bei Billy auch etwas anders. Sie haben sogar das Spiel so detailreich gestaltet, dass die Knarre von Billy, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Schaden macht, wenn ich denn so, ne? Sie hat, glaube ich, eine Beretta M92F und er hat, glaube ich, so einen typischen 1911er Colt. Nutzen aber beide 9mm Parabellum Munition zum Glück, also bei denselben Munitionstypen. Das passt. Aber so Handschellen als Bodenschmuck, toll. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, schon gemeint gehabt, der hat ja, als Rebecca verhaftet wurde, nee, danke, Mäuschen, brauchst du nicht, ich habe schon ein paar Freundschaftsbänder. Er war ja auch schon gefangen gewesen. So, wo ist das Zugführerbüro? Ich glaube weiter da hinten, ne? Naja. Okay. Dass die immer wieder aufstehen ist zum Kotzen. Aber es ist hier nicht so hier wie im normalen Resident Evil 1 Teil, Remake. Wo die ganzen Zombies, sage ich mal, abbrennen muss oder so. Das passiert euch nicht hier, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr müsst hier nicht bedenken, dass ihr laufend den Zombie da, sage ich mal, verbrennen müsst. Aber lasst den Zombie stehen, bleibt er natürlich in diesem Raum. Und leider Gottes sind die Lichtzombies auch intelligent genug, durch Türen zu kommen. So Leute, ich muss mal ganz kurz weg, weil meine Waschmaschine fertig ist, sonst piept sie mich hier tot. Also bis gleich.
da ist er wieder. Ja, ich muss dummerweise bei meiner Waschmaschine immer, wenn die Wäsche fertig ist, die Wäsche sofort rausnehmen und sofort, ja, zumindest erstmal beiseite legen, ich hänge sie nachher auf, das passt schon. Dann stimme ich auch nicht mehr. Ja. Weil sonst piept die mich hier kaputt. Was aber okay ist, ich finde es das cool, dass die Maschine piept, wenn sie fertig ist. Cooles Gimmick. Eine waschende Piepmaschine, grandios, ne? Nicht wahr? Aber ich finde das cool, weil manchmal habe ich das öfter mal gehabt, so. Ich wasche Wäsche und die war fertig gewesen und hab voll vergessen, die Wäsche aus der Waschmaschine rauszunehmen und die erinnert mich dran. Ich finde das geil. Notiz des Zugführers. Die Schlüsselkarte für die Fahrerkabine steckt wie üblich in meiner Tasche. Doch ich kann das Ding nur mit dem Schlüssel des anderen Kerls öffnen. Scheinbar habe ich ihn irgendwo verloren. Wäre es ein normaler Schlüssel, würde ihn sicherlich jemand abgeben. Doch er ist anders. Ich suche danach, aber sollten Sie ihn finden, geben Sie ihn zurück. Vielen Dank im Voraus. Okay. Net to know. Ja gut. Ein Haus hast mit einem Waschkeller, gut, dann was anderes. Eine Karte, nimm mit. So. Das ist nichts für Billy. Billy kann es nämlich gar nicht. Das kann tatsächlich nur Rebecca leider. Scheint verschwunden zu sein. Es gibt zwei Öffnungen, sehen aus, als würde ein rundes Objekt hineinpassen. Mhm. Heißt, wir müssen da irgendwas reinstecken in den Koffer. Das ist ein Schalter. Umlegen? Jo. Heliranos, hey, schönen guten Abend. Und willkommen bei Resident Evil Zero. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Gebe ich den Stuff bei Rebecca ab, die beiden Kräuter, damit sie immer durchmixen kann, oder behalte ich jetzt erstmal? Dann muss ich ja durch den ganzen Zug ab der zurückrennen, das ist auch doof. Ja. Na, wir machen das mal kurz. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. You know what? Ich weiß nicht, wofür Billy ein Messer braucht. Schmeiß das Ding mal irgendwo ab hier. So. Oh, ich war los hier, kannst du mal sehen, Katix. Ich war auch schon eine Weile nicht mehr online. Ich war ja schon eine Weile nicht mehr da gewesen. Und. Wow, The Raining of Money. Das war nicht gerade das beste Englisch, aber auf alle Fälle stabile 5 Euro. Vielen, vielen Dank, Zeitwin. Vielen Dank dafür. Coole Sache. Danke dir, Mann. Und einen wunderschönen guten Abend war gewünscht. Das ist auch schön, dass du auch da bist. Wie geht's dir? Heißt die Fluffy in den Club. Oh ja, die von dem Fünfer. Aber mehr, oh mein Gott. Ja, danke nochmal dafür. Coole Sache. Warte mal. Braucht Billy den Koffer jetzt auch? Ich glaube nicht. So eine Pflanze eingestopft in den Koffer. Als ob man einfach nicht beides reinlegen könnte, weißt du? Das ist ein großes Lösungsfach eigentlich.
So ein grünes Kraut können wir ja mal Billy behalten lassen. Jetzt will ich auf den nächsten Marsch-Zombie treffen. Den Koffer, ich weiß nicht. Braucht er den Koffer gerade? Ach, gib die mal Rebecca. Braucht zwei Öffnungen, heißt, da muss ich auch noch zwei Items finden dafür. Und bis dahin kann ich immer noch den Koffer abholen. Weißt du, erstmal da rein. Was? Das Objekt ist zu groß. Sieht aus, als könnten sie ihn nicht einsetzen. What? Okay. Ist das ein Reisekoffer oder was? Nein, scheiß drauf. Ab geht die Post. Ganz gut, wenn selbst. Ja, kann ich klagen, Zeit. Mir geht's supi. Kann ich klagen. Ja. Haben morgen alle mal in Berlin frei. Durch den Feiertag. Insofern. Ich finde wirklich schade, dass nur in Berlin Tatsache der Frauentag ein offizieller Feiertag ist, wa? Ich rede schon seit 2 Jahren davon, dass in Deutschland bei den Tag als Frau, den Weltfrauentag, sag ich mal, den Frauentag selber halt, national, in ganz Deutschland, sag ich mal, einführen wollen, aber ja. Irgendwie sind wir in Vergessenheit geraten. Eigentlich schade. Es geht so einiges in Vergessenheit. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Aber solange man sich selbst nicht vergisst oder andere vergisst, ist das ja halb so wild. Wenn andere uns vergessen, dann ist es halt so. Das war widersprüchlich und deep zugleich. Holy shit. Kann ich wieder behaupten. Aber sag mal, Helleranos, warum hast du so einen kleinen Drachen neben deinem Namen links? Was ist das denn? Das Symbol kenne ich ja noch gar nicht. Ist das ein kleiner Drachen oder was ist das? Ja, irgendwie sowas ist das. GlitchCon 2020. Oh, krass. Krass, krass, krass. Daher. Ich bekomme von der GlitchCon, ist hier natürlich ausgestrahlt worden. Ah! Wenn du da live dabei warst, hast du quasi in deinem Namen so ein Emote bekommen, beziehungsweise kannst du den Emote, sag ich mal, unter deinen Namen einbinden, ja? Ein Taschendrachenhehle. Ja, da war ich nicht so konform mit bei. Ich glaube, habe ich das angefangen zu streamen? Weiß ich gar nicht. Ne, ich glaube, ich stream schon seit 2019, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, aber ich habe es gar nicht mitbekommen, so. Muss man einiges halt dabei sein, dann schon einfach... Ah, okay. Ja. Ne, finde ich eine gute Idee. Hab mich schon so gewundert gehabt, was ist das denn? Die Flaschen sind umgekippt, als die Notbremse des Zugs betätigt wurde. Ah, keep mal da an, ja, die Kasse wurde schon geplündert, ne? Mhm. Tagesmenü, gebratenes Hühnchen mit Shrimp Carpaccio. Ich wollte gerade Cappuccino sagen. Ein Shrimp Cappuccino, Alter. Das will ich auch noch. Jetzt schon? Oha. Nope. Ich gehe erstmal speichern. Ich erinnere mich, was da kommt. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie ich die Situation bewerkstellige. Deswegen erstmal saven gehen. Ich spiele safe, ich gehe saven.
Oh ne, warte mal, wo war der Safe Room gewesen? Der war doch hier irgendwo. Oh, Mercado auf hier. Ah, okay, ein Raum daneben. Also sprich hier. Und ja Leute, wenn ihr selber Bock habt auf eine Runde Resident Evil, die alten, den ersten Remake-Teil, den ich gestreamt habe und den Zero-Teil hier, ja. Das Game findet ihr so ziemlich auf jeder erdenklichen Plattform zum Erwerben. Ihr könnt es bei Steam kaufen, ihr könnt es im PlayStation Store kaufen, für die PlayStation 3 kaufen, für die PlayStation 4 kaufen, für die Xbox One kaufen, für die Xbox Series X kaufen, Xbox One X und keine Ahnung, ja. Das Game gibt es auf 1000 Plattformen. Also wenn ihr Bock habt, ne? Gönnt euch. Das Spiel kostet gar nicht mehr so viel und ist relativ häufig im Angebot in den jeweiligen Stores. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr Bock auf so einen schönen alten Survival-Zombie-Horror-Game besuchen nach Seite, ne? Oder schreibt einfach Scheiß drauf. Resident Evil Zero erstmalig exklusiv einige Jahre lang für den GameCube gewesen, Tatsache. Genau wie das Remake vom ersten Teil. Ich glaube im Jahre 2002 erschienen. Und später nochmal für zigtausend Konsolen nochmal aufgehübschte Abfassungen in HD nochmal rausgebracht. Und ich muss sagen, es sieht immer noch fantastisch aus. Und wie gesagt, man findet das Game halt immer noch in den verschiedenen Stores immer noch für einen kleinen Groschen. Ich glaube, ich habe damals mal so ein Bundle gehabt für einen 10er, da habe ich beide Spiele gehabt. Oh, ist ganz nett. Ich will mir einen Gamerstuhl gönnen, denn ich bin ja Gönner. Gönnermin Eurochen oder was? Ach, das für eine Verarsche, ist ja gar nichts. Da jetzt greife ich gleich, ja. Ein kleineres Übel an. Oder ein größeres, kleineres Übel. Vielleicht denke ich mal gleich sehen, was ich meine. Oder gönn ja mir ein Stühlchen, da du einen Gamerstuhl kaufst, wa? Ein Eispickel! Ja, nice! Ein Eispickel. Kann ich mit diesem Eispickel, kann ich den Rebecca schicken und sie bekommt dann die Tür auf? It pickles Eis, ja. Sie sehen aus wie Eier. Sie sind von einer Pfütze aus Schleim umgeben. Boah, geil. Mmh. Epic Schleim. Oh, Muni. It's all about the Muni, Muni, Muni. Was haben wir da? Ein Farbband. Mit Farbspender. Mhm. Wollen wir nicht das Schloss hier aufknacken damit? Nö, da war ja fast schon klar. Ich glaube, das Farbband legen wir erstmal noch ab. Aber die Pumpe möchte ich ganz gerne mitnehmen. Sie brauchen zwei Blöcke, um das Objekt zu tragen. Dein Ernie, Alter? Pack den Koffer ab. Jagdgewehr. Ein Gewehr für die Jagd. Es ist mit einer Gravur verziert. Dieses Modell nimmt jeweils zwei Geschosse auf. Machen wir das aus dem Ego-Shooter. Bam! Nice. Den Eispickel legen wir auch erstmal ab. Oder auch nicht. Und dann nehmen wir noch die Pumpenmunition auf, die unten rumliegt.
Und wir legen mal noch einmal die Munition hier ab. Was jetzt kommt, wird echt eklig, ich sag's euch. Zum Glück spiele ich Billy. Farbbad, it bans Farbe. Schrotflinte, it finds Schrot. Das kann man irgendwie immer wieder machen, wa? Das kann man irgendwie immer, wenn du irgendwelche Doppelwörter hast im Deutschen, kann man das immer irgendwie kombinieren. Oha, jetzt wird's lustig. Der gute Kronleuchter. Nicht nett, nicht nett, nicht nett. Alter! Steh auf, Billy! Au. Alter, im grünen Bereich, alles im grünen Bereich. Ich hab's drauf, ich hab's drauf. Fuck. Das wird wehtun. Ah, okay, ich muss runterschießen dabei. Komm mal hier, mein Freund. Etwas Ausdauer nach Aufgabe. Ich hatte gerade viel mehr Respekt vor dem Vier als jetzt gerade. Ah! Das ist vielmehr noch eine Pelz am Ende. Eieieiei. Okay, ja, das war El Scorpio. Oha. So, dann holen wir mal den Eispickel. Skorpion, ja, finde ich auch. War irgendwie war der anders als der Skorpion, den ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Ich kann mir nicht helfen, warum, aber irgendwie sah der anders aus. Ja, für die Leute, die vielleicht Resident Evil nicht so kennen, ganz einfach erklärt, warum dieser Skorpion, sag ich mal, so übertrieben groß war. Ich nehme mal an, dass dieser Skorpion vermutlich ein Experiment von Umbrella ist. Kann hier nicht abgelegt werden, warum auch immer. Was soll ich mit so viel Energie? Legt einfach auf den Lutsch. Ach ja, das ist halt so, mein Gott. Ja, wie gesagt, die Umbrella Corporation hat Experimente mit vielen, vielen, vielen Lebewesen gemacht, in ihren T-Virus so überall Ringe stopfen und uns reinstopfen konnte. Vermutlich auch diesen Skorpion, und wie ja in einem Bericht vorhin zu lesen war, wurde ja erklärt, dass bei einigen Testsubjekten und bei einigen Versuchstieren, sage ich mal, eine enorme Größe entstanden ist, beziehungsweise sie wurden intelligenter vielleicht, und so weiter und so fort. Klappöffner, nur damit.
Ja, genau. Der Skorpion hat mit seinem Arsch leider die ganze Sachen hier eingedrückt. Ganze Bahn in den Klump gehauen. Ich frag mich aber auch allen Ernstes, wie so ein Riesenskorpion einfach mal in diesen Zug reinkam. Hätte der nicht Feuer auffallen müssen? Ich meine, so ein Riesending ist ja, glaube ich, nicht gerade leise. Warum saß der Skorpion auf dem Dach des Zuges? Wie zur Hölle? Naja, wer lebt noch, um das zu berichten? Das war tatsächlich ein Dokument gewesen, weil... Da muss ich... das war tatsächlich ein Dokument gewesen, wo ja schon berichtet wurde, dass bei manchen Kreaturen ein enormes Wachstum verursacht wurde, bevor es zu diesem Ausbruch kam. Und das Dokument haben wir tatsächlich hier gefunden. Und ich nehme mal an, dieser Zug ist sogar tatsächlich ein Umbrella-Zug. Ironischerweise, denn... Warum versagt gerade mein Stream Deck? Was ist denn jetzt los? Da, here we go. Wo war ich stehen geblieben? Na genau, ich glaube, dass hier in dem Zug wahrscheinlich einige Mitarbeiter von Umbrella waren. Denn ich habe schon einige Dokumente gefunden gehabt von Umbrella-Mitarbeitern, wo gesagt wurde, hey, wir haben laut internen Berichten unserer Firma herausgefunden, dass ein paar Ausbrüche stattgefunden sind. Wenn das passiert, dann sind wir richtig gearscht. Wenn das aber die Wahrheit entspricht. Oh. Alles klar, macht das. Bis gleich. So. Hier, Rebecca, bekommst du einen Eispickel. Kannst ein Eis pickeln damit. Der Türgriff ist jetzt frei. Schön. Was zur Hölle? What the hell? Oh, hau ab! Jetzt hab ich gerade auch gesagt. Jetzt hab ich gerade auch gesagt. Umschmeißen. Eieiei. Fast alle User, die du ja gesperrt. Was? Die du je gesperrt wurdest, wurden von Twitch gelöscht, lul. Ach ja? Krass. Hast du gerade mal geprüft, ja? Let's go! Okay. So. Ah, schön. Na, seht ihr. Ja, Inspektor Tanky räumt hier auf, ja? Könnt ihr das sehen? Jeden, den ich hier wegbanne, verpisst sich von Twitch. Von Twitch oder zwar für immer, ja? Inspektor Tanky räumt hier auf. So muss das. Ah ne, halt, warte mal. Zack, zack. Here we go. Nice. Ich würde aber lieber als Rebecca spielen wollen. You stay here. Yeah. Let's go.
Oh! Danke, Billy! Feuer! Ich hab nicht einen Schuss abgefeuert und Billy killt erstmal alle Hunde. Wie geil. Ah, Billy ist der Held des Tals, sag's euch. Muni? Oh, der hat noch Muni reichlich. Schön. Tevin, du hast 795 Nachrichten insgesamt gepostet. Ich mehr als 1000. Holy shit. Interessante Statistiken, dass man das so sehen kann, finde ich cool. Benzinkanister. Wait a second. Benzinkanister. Braucht ihr nicht Billy für sein Feuerzeug? Weil er ein Benzinfeuerzeug hat? I don't know. Warte mal. Austauschen. Zack. Anscheinend ist Benzin nicht gleich Benzin. Warum Benzinkanister? Warum dreimal? Habe ich vorhin Bullshit erzählt und gemeint vorhin, dass, jetzt kackt gerade mein Licht ab, ja moin. Ich habe doch vorhin gemeint, dass, man Zombies hier nicht abbrennen muss. Muss man etwa doch? Tanky, 78. Was soll ich groß mit euch schreien, wenn ich eh nur am Labern bin, ne? Ich meine. Als hätte ich's nötig, mit euch zu reden, ha! Abgehoben ist er. Nein, Spaß. Ja, eben über 1000. Ich glaube, Zahn ist über 2000 haben, wenn ihr bedenkt, wie lange Zahn schon dabei ist. Boah. Goldring! Ha, ein Schelm, wenn er mal Böses denkt. Ich finde, das sieht aus wie. Kann sich hier seine Fantasie freien Lauf lassen hier. Mein Ziel ist ab 80, könnte es auch hin. Ich lasse es mal trotzdem lieber. Seit 25. Mai 2019. Also streame ich offiziell anscheinend schon seit 25. Mai 2019, weil Zar ist seit dem allerersten Tag dabei. Seit meinem allerersten Stream ist Zar schon dabei. Das ist Wahnsinn. Muss ich mal reinziehen. Ich find's heftig. Ah, stimmt, du hast vorher einen anderen Account gehabt, wa? Stimmt, ich erinnere mich. Ich würde sagen, wir gehen nochmal komplett zurück mit unserem gewonnenen Inventar. Gewonnenen Stuff und sammeln da ein bisschen was zusammen. Natürlich Schrotflintenmuni zur Schrotflintenmuni und so und die ganzen anderen Sachen auch zu den anderen Sachen, ne? Dann passt das schon. 10. Juni 2019. Ah! Ich komme mit dem Schießen nicht klar. Was ist das? Eine Pulle Schnaps, Alter. Ah! Ja, das ist es. Genau. Dafür brauchst du nämlich den Benzinkanister. Nicht um die Zombies abzubrennen. Du kannst nämlich Molotov-Cocktails. Ich erinnere mich, na klar. Du kannst dich schon mit Molotov-Cocktails rumballern. Du musst ja mal reinziehen, Leute. Wie geil ist das denn? Eine ziemlich primitive Waffe, die bestimmten Gegnern beachtlichen Schaden zufügen kann. Ja, definitiv. Das stimmt. Hinter dir, Billy!
Billy, du bist verletzt, was? Oh, dann halte ich mal hoch hier. Okay. Aber ich glaube, die spawnen auch nur diesen Zug ab und zu mal nach. Und nur nach bestimmten Abschnitten. Heißt, wenn du bestimmten Fortschritt in diesen Zug hast, spawnen die teilweise nach, die Viecher. Mehr ist es, glaube ich, gar nicht. Billy, andersrum. Boah, das ist ein Tag-Team, Leute, ich sag's euch. Das ist ein Dream-Team, Billy und ich. Holy shit. Habt ihr das gesehen? Jeder nimmt sich ein Zombie vor. Wie abgesprochen. Aber ich finde es auch so cool, dass ich das Geflacker von meinem Greenscreen gefixt habe. Also das flackert zwar immer noch ein bisschen, aber nur wirklich ganz, ganz wenig. Falsche Tür. Fu dammit. Oder? Nee, das war nicht welcher Raum. Andere Tür muss ich rein. Jetzt war hier nebenan. Ja, ich will versuchen, so alles Wichtige an Items so in einen Raum zu laden oder drumherum. So, Ach, das war gar nicht in diesem Raum hier, ne? Ne, das war nicht in diesem Raum hier. Und da fängt's schon an. Da fängt's schon an, liebe Leute. Ja, jetzt helfen wir durch. Haben wir oben auch noch ein Speicherband gefunden gehabt. Ja, ich spiele auch lieber Rebecca als Billy, weil das Ding ist halt bei Rebecca, da kann ich selber so ein bisschen ausweichen und so ein bisschen Movement beweisen, wenn Gina kommt. Billy steht einfach nur da, wie so, wenn, ja, und da Rebecca eh weniger aushält als Billy, passt das. Ja, wo ist der Koffer? Da ist das Messer. Ja, oben, wa? Ah, hier oben muss ich hin, okay. Aber wir sind ja nicht mal weit weg von oben. Ich weiß gar nicht, ob wir das besser von Billy jemals brauchen. Ich glaube nicht. Ich könnte euch rumgammeln. Wir müssen nämlich hier hoch. Und da müsste da auch der Raum sein. Waren wir schon mal vorher gewesen oder wurden es mehr Egel? Okay. Ich fand diese Anzahl an Egel-Eier sehr beängstigend. Ah, hier müssen wir hoch. Jetzt haben wir's. Das war nicht hier drin. Oder? Warte mal. Ich echt keinen Überblick mehr habe, wie ich da hinkomme, ne? So Flinte und Co., ey.
Hä? Ja, okay, scheiß drauf. Wir machen jetzt einfach regulär weiter. Ich hab keinen Durchblick mehr. Jetzt. Wir machen jetzt nochmal weiter, scheiß drauf. Gut, was wir jetzt brauchen, auf alle Fälle diese Enterhaken, der an der Wand war draußen. Den brauchen wir jetzt. Okay, haben wir. Oh, es ist ziemlich laut zum Vorlesen, Alter. Greifhaken, Bedienungsanleitung. Dieses Gerät nur benutzt, um schwer zugänglichen Waggon löchern. Okay. Willkommen zurück. Eieieiei. So, was wir mit diesen Enterhaken anstellen können, habe ich auch schon im Plan. Zwar gab es dieses eine Fenster, was da offen war, wo meinte, mit den Enterhaken kommt man da hoch. Bin jetzt mal vorhin die Türe. Das war nicht hier, ich glaube, es war eine Tür dahinter. Und zwar hier war das. Ah! Oha! Hochsalatist! Gott! Was hältst du denn aus, Kunde? Übler Kunde. Was haben wir hier? Ein Schmuckkasten, nimm mit. Mach mal das Schmuckkästchen auf. Was ist da drin? Der zweite Ring? Sehr schön. Jetzt können wir die Aktentasche aufmachen. Da sind lauter Blutflecke. Ist das Blut eines Passagiers? In der Kiste sind die Halbseligkeiten der Passagiere. Sie sehen ziemlich wertvoll aus. Nein, mit, fuck off! Bist du eh schon im Einzelhaft unterwegs hier? Von daher, pfff. Scheiß drauf. Das wird übel, Leute. Das wird richtig übel. Ich will nicht wieder hoch. Brauche ich einen Kampf besser? Ich glaube nicht. Wüsste jetzt nicht wofür. Ich glaube, Molotow-Cocktails waren zu gut gegen diese Egel. Eie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 
immer dadurch. Nee, wait a second. Ist der oben? Ist der oben bei dem Bereich, wo hier der Koffer und so ist? Ja! Geil! Hin da! Aktentasche mitnehmen. Nice. Here we go. Mhm. So, Nummer 1 ist drin, jetzt brauchen wir nur den goldenen Reifen. Der liegt aber leider woanders. Nimm mal die Pumpe mit für den Notfall. Und so was ablegen. Ah, das Farbband. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen, jetzt haben wir ja noch hinten. Was können wir immer noch hierher denn? Bei der Unterführung, ich weiß jetzt wieder, wie ich herkomme. Und zwar über die Unterführung vom Zug. Und bei den Gleisen. Also bei den Gleisen. Ach, jetzt ist der Bereich. Oh! Verkasse! Ja, das ist ekelhaft. Ja, das war der Bereich, wo ich letztens meinte, okay, warum so viele Eier? Ist der Bereich frei? Ja. Tachchen! So, wechseln wir mal den Charakter. Follow me! Ja. Sie hat die Aktentasche jetzt nicht gerade bei ach so, warte mal. Austauschen. Gegen das. Billy wechseln. Aha, untersuchen! Mal auf die Tasche. Wow! Ein riesen Koffer für eine kleine Karte. Dude, American Express. Platin, ey. Kannst du nicht einkaufen gehen. Auf den Nacken von Umbrella, ey. Okay, so Munitechnik sind wir gar nicht so gut ausgerüstet. Flintenmuni, die gebe ich mal Billy. Die Flinte mal nachladen, aber ich glaube, ich werde Billy mal die Flinte ablegen lassen, weil wenn ich Breaker spiele, wird Billy bestimmt die Flinte. Ah ja, ich gebe der Sturm nicht klar, ne? Wird bestimmt Billy die Flinte benutzen, deswegen legen wir das beides mal hier ab. Weil ich kenne Billy. Der ballert ja wie ein Folter damit rum. Fällt uns gar nicht. So. Okay. Okay, wo war nochmal der Zugabteil gewesen? Ganz hinten, wa? Mhm. Dann gehen wir mal kurz hinten durch und uns das Farbband da hinten. Und dann gehen wir nochmal auf dem Gebiet nochmal speichern. Ah, ich speichere lieber immer öfter. Ich hab das Spiel nicht mehr so auf dem Schirm. Wie früher. Wie früher, ich hab das Spiel überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hab das mal gespielt gehabt, damals vor 10 Jahren auf dem Gamecube und das war's. Ich kann mich noch ein paar Situationen, ein paar Gegner noch erinnern. Rätsel sind auch nicht mehr groß. Was mit den Speisewaren? Hab ich noch einen Schirm gehabt. Mit den Speisefahrstuhl da.
Oh, ist das hin und her gerannt, ich sag's euch. Aber zumindest kenne ich mich jetzt im Zug wieder ein bisschen aus. So, bam. Einmal abgesaved. Mal rein wandern hier. This is Delta Team. This is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-Virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. William Birkin. Und how far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Oha. Tja, offensichtlich verliert Otto Wesker und Birkin gerade so ein bisschen die Kontrolle über den Virusausbruch. Möge die Pandemie beginnen. Zum Glück haben wir nicht so eine Pandemie. Unsere ist schon schlimm genug, aber ich glaube, Zombie-Pandemie, oha. Oha. Ich meine, das heißt, was jeder Gamer davon träumt, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche das nicht. Kann mir gerade nicht helfen. Irgendwie spinnt hier gerade total mein Stream Deck ab rum. Ich habe jetzt kein Stream Deck, wie man es so kennt, sondern mein Smartphone als Stream Deck. Irgendwie flackert das alles, es wackelt hier und spackt hier rum und geht laufend an und aus. Irgendwie spinnt die App gerade, keine Ahnung. Was ist da los? Wer weiß. Wer weiß. Der Zug wird schneller. Oha. Der Motor ist völlig zerstört. Da kann ich repariert werden. Bremsenbedienungsanleitung. Ah, jetzt werden wir noch einen Zug steuern, Alter. Das ist ja wie Train Simulator hier. Verwenden der Bremssteuerung. Die Steuerung der Bremsen erfolgt in 3 Schritten. Erstens, Steuerung aktivieren. Die Steuerung befinden sich am folgenden Orten.
Fahrerkabine des ersten Waggons. Hinteres Deck des fünften Waggons. Zum Aktivieren des Systems muss die Magnetkarte in das Gerät im Waggon 5 gesteckt werden. So wird die Stromzufuhr für beide Steuerungen aktiviert. Zweitens, Code für hinteres Deck eingeben. Geben Sie den Code für das hintere Deck ein, um die Sperre zu lösen. Danach kann der Code für die Fahrerkabine eingegeben werden. Dritter Schritt, Code für die Fahrerkabine eingeben. Geben Sie den Code für die Fahrerkabine ein, um die Sperre aufzuheben. Nach Abschluss dieser drei Schritte können Sie die Bremse manuell bedienen. Was, Finfi? Wer bleibt zurück, Billy oder Rebecca? Rebecca. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Billy. What? Be careful. Yeah. Halt, warte mal a second hier. Ja, der hat keine Muni, hat keine Energie, ich habe Molotov-Cocktails. Ja, wunderbar, schön. Da liegt auch Muni. Schnell mit, Billy. Oh, damit noch manche Musik. Ah, epische Musik. Okay, Karte mitgenommen. Da liegt noch mehr Muni, sehe ich da auf dem Boden. Okay. Das war's? Okay. Ich muss nach hinten anscheinend. Oha. Gut, dass wir gesaved haben. Zur Seite! Von Seite K1. Ich weiß gerade nicht. Dann spawnen die mir echt noch Zombies hin im Weg hin, damit ich nicht so schnell vorankomme, oder was? Ach du Scheiße. Jo, ich bin auch noch mehr Zombies, so in Ordnung. Feuer der Hole! Das kostet alles wertvolle Zeit. Aber auch widerstandsfähig, meine Herren. Ich habe keine Zeit für euch. Och. Ich finde die Musik cool. Wo schon hier, ne? Ah, okay. Mathe. Mathematik. Okay. This is Billy. I've engaged the control device for the brake. Over. Roger. I'll put the brake on now.
Scheiße, warte mal. Machen wir mal mit 9. So, 9, 18, 27, 36, 45, 54. Oh Mann. Warte mal ganz kurz.